Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr seht, mein Start manchmal in den Videos ist grauenhaft. Minus 34, ich meine, okay, damit kann ich jetzt irgendwie so ein bisschen zumindest leben. Aber wir haben es ja, beziehungsweise ihr habt es ja im Titel gesehen. Ich muss eben nochmal, muss ich mal ein bisschen Musik unterjubeln, glaube ich. Ihr habt es aber ein Bildchen gesehen. Wir sind am Samstag zu Gast bei den World Clasher Queens, das heißt, wir streamen ein Event, ich nenne es mal so anderer Art, also ich bin angesprochen worden, Toto, hast du Zeit, hast einen Spendenaccount, streamst du, ja, und weil ich sowas auch noch nie gemacht habe, kann ich von solchen Sachen immer ganz, ganz schlecht die Finger lassen, muss ich sagen, aber diejenige, welche, die mich angesprochen hat, mit der habe ich schon im Team gespielt in Köln, damals war sie noch Rathaus 8 und ich hatte meinen Rathaus 10 Max, also den Thorsten-Account, mittlerweile hat sie ihren auf 10, ich habe meinen auf 12, genau zwei Level weiter und von daher hat mich das natürlich gefreut und es ehrt mich, dass die Wahl letztendlich, was heißt nicht, auf mich gefallen ist. Vielleicht haben es auch niemanden gefunden, der jetzt gerade an dem Samstag Zeit hat oder so, keine Ahnung. Aber ich will das mal übernehmen. Dafür bauen wir den Stream auch so ein bisschen um. Das heißt also, die ganzen vielen, vielen Spielchen oder so, die lasse ich alle mal so ein bisschen weg. Nichtsdestotrotz können wir natürlich nebenher immer noch ein bisschen chatten. Ihr könnt auch zockeln oder was auch immer. Aber bitte schaut dieses Event, beziehungsweise nicht dieses Event da. Das Event ist doof. Das Event heißt nämlich nur Pokale verlieren gerade. Aber ich werde das Ganze nochmal heute auch, beziehungsweise jetzt unter diesem Video hier verlinken. Ich warte im Moment noch auf ein offizielles Logo, sodass ich das am Freitag, Samstag dann auch für euch planen kann. Die genaue Startzeit des Streams steht noch nicht fest. Es wird aber auf jeden Fall vor 21 Uhr sein, denn 21 bis 23 Uhr wird das Spiel sein, also wird das Match sein. Davor wird eine Stunde lang vorbereitet. Im Folgenden, was haben wir denn eigentlich als Breakdown? Wir haben als Breakdown 3 12er, 4 11er, 4 10er, 4 9er. Kein Rathaus 8, 7, 6 oder sonstiges. Also 15 Spielerinnen gegen 15 Spielerinnen aus Brasilien. Es wird gespielt, es finden die Playoffs statt. Und es sind also die ersten Turniere, beziehungsweise die ersten Spiele in diesem Turnier, die überhaupt stattfinden. Und ist ein junges Event. Aber ich denke mal, sicherlich werden auch einige bekannte Gesichter dabei sehen, beziehungsweise bekannte Namen von Spielerinnen, mit denen ich auch schon zusammengespielt habe. Deswegen kann ich das auf jeden Fall schon mal, die Frage schon mal bestätigen. Sind das wirklich alles Frauen? Ja, es sind wirklich alles Frauen. Auch in den Regeln haben die Leader immer sicherzustellen, dass es sich um Frauen handelt. Aber da ich jetzt 4, 5 oder 6 sogar aus diesem Team schon kenne, entweder schon in Köln kennengelernt oder schon mal im Clan gehabt, schon mal im Discord gesprochen, weiß ich, dass es einfach so ist. Und das ist, wie gesagt, die Leaderinnen müssen dafür auch gerade stehen und müssen das Ganze irgendwo überprüfen. Das steht so zumindest in den Regeln drin. Aber wie gesagt, ich werde das Ganze planen für euch. Und da machen wir uns einen schönen Streamtag, mal ein bisschen eher. Wir gehen dann nach 23 Uhr irgendwo anders hin, mal gucken. Vielleicht feiern wir auch den Sieg oder so. Wäre natürlich schön. Aber ich freue mich in jedem Fall, dass wir sowas mal machen können. Es wird natürlich sehr, sehr kriegslastig sein. Wir werden also nicht irgendwo Dorfbesuch machen können oder sonstige Geschichten. Das fällt alles weg. Wir haben wirklich mal den reinen CK. Das habe ich auch noch nie so gemacht. Und ich bin mit meinem Rathaus 12 dort vor Ort, kann also auch ein bisschen spenden. Das ist, glaube ich, auch erlaubt an der Stelle. Und sonst käme ich jetzt da nicht rein. Und ich denke mal, dann machen wir uns einen schönen Streamtag. Aber einen schönen Tag wollte ich mir eigentlich auch in diesem Dorf machen. Ich habe jetzt das erste Mal eingeloggt. Wann habe ich hier eigentlich das letzte Mal mitgekämpft? Vor 22 Stunden. Okay, das ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich wollte eigentlich, die gestrige Folge sollte eigentlich eine ganz andere Folge werden, denn ich wollte euch zeigen, wie man, oder dass der Alex mal wieder mit seinem Account angreift. Ich habe nämlich mit meinem frischen Rathaus-Szene im letzten Clankrieg angegriffen und ich muss sagen, gar nicht mal schlecht. Ich habe das im Livestream ja live gemacht, ja, habe ich einen Livestream live gemacht und zweimal das Ganze. Das heißt also, ich habe einfach mal so eine Spam-Taktik benutzt, gerade beim Rathaus 10er. Ich habe ja bei beiden 10ern, beim Alex hier, die Hexen ausgebildet und hab sie auf 3 gehabt und wollte tatsächlich, ich wollte wirklich mal wissen, kannst du mit der Spam-Taktik hier wirklich 3 Sterne machen? Das ist jetzt, ich meine, der Alex hat jetzt alles, also dieser Account hat alles. Wir haben 240 Truppen, wir haben alle Zauber, wir haben über 30er Helden, also 31er Queen
immerhin, wir haben eine Karre. Und der erste Angriff, das war allerdings noch eine, auf die Nummer 15, war allerdings noch eine Base ohne Inferno-Türme. Der Zweier hier, den habe ich dann gemacht, als schon alle im Bett waren und ich einfach nur Lust hatte, mit dem Account anzugreifen, weil ich wusste, ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit im nächsten Tag. Und deswegen habe ich exakt die gleiche Taktik hier, die gleiche Truppe genommen und die gleiche Taktik. Alles in eine Ecke gesetzt und go. Ist leider so. Man muss es leider so sagen, es ist leider so. Ich habe noch nicht mal, ihr seht das hier unten gerade, ich habe noch nicht mal die Karre genommen. Ich habe die gar nicht genommen. Ich habe gedacht, komm ey, für so eine Base hier, für dieses ultra Design, da muss ich jetzt gar keine Karre haben. Ich meine, okay, es wäre jetzt nochmal eine kleine Ecke leichter gewesen, aber ihr seht das hier, die X-Bogen alle schön auf Boden, die ballern in jedem Fall eine schöne, oder haben eine schöne weite Range für meine Truppen, aber ihr seht das hier, die Hexen, es ist unglaublich, ehrlich, es ist unglaublich, was die im Moment auf Rathaus 10 abrocken. Ich wollte das ja selbst nicht glauben, ich hatte ja bis vor ein paar Tagen keine Dreier-Hexen auf einem Rathaus 10, was jetzt so jung ist, 30er King, 31er Queen, und aber wirklich, wirklich der Hammer. Queen musste ich da allerdings jetzt schon zünden da hinten, King ist da noch in der Mitte und tankt jetzt noch hier, oh, okay. Ein bisschen Rathaus 10 hat er ja schon. Die Kanönchen, die sind jetzt noch nicht Rathaus 10, aber die Magertürme, die Teslas natürlich. Ja, aber das ist dann auch schon alles. Und ihr seht das auch hier hinter der Queen sind noch 1, 2, 3, 4 Hexen. Hier hinten die Masse an Hexen. Das ist unwahrscheinlich, ehrlich. Also cooles Ding hier, kann man in jedem Fall so machen. Und deswegen war ich auch ganz froh, dass ich das mal selber testen konnte. Ich habe es vorher nicht trainiert. Ich habe nicht einen einzigen Angriff auf irgendeine Base gemacht, auf irgendeine andere Base. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe also nicht irgendwo gesagt, gib mir mal Bases, ich will mal was testen. Nein, ich bin wirklich ins kalte Wasser rein. Und boah, ich denke mal, das kann man machen. Mal sehen, vielleicht Spieler 10 oder 10 Spielerinnen, nee, die Rathaus 10 Spielerinnen, dann am Samstag im Event, na, vielleicht kann man sowas auch ausprobieren. Ich weiß, dass die Dörfer alle so ziemlich gut sind, also alle starke Helden, alle starke Truppen, starke Bases sowieso. Denn gerade in den Turnieren werden die Bases sehr, sehr häufig gewechselt. Das hat der Gegner hier nicht so wirklich gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum die 13 da aufgeblieben ist. Wer hat die denn gemacht? Oh. Muss ich das jetzt wieder zeigen, Marco? Ich muss es zeigen. Ich bin ganz gehässig. Ich muss es einfach zeigen. 99%. Mann, wie oft hat der Marco diese 99% in diesem Jahr schon gemacht? Das ist auch wirklich nicht mehr feierlich. Ich glaube, das weiß er selber. Wahrscheinlich führt er auch gar keine Strichliste mehr. Ja, weil es ist unnötig, so oft wie er das macht, aber das ist echt, das ist wirklich unglücklich, muss man sagen. Mal sehen, was er hier vergessen hat und wie er den Angriff eigentlich gemacht hat hier. Also ein bisschen mit den Bowlern hier gebounced und oben mit dem Drachen schon mal gefunnelt. Hier unten mit Hexe, jetzt kommt der Dicke dazu, mal sehen. Ja, er smasht ja auch rein, also Päcker, Hexen, alles so ein bunter Truppenmix, will ich mal sagen. Und geht jetzt durch diese Seite hier rein. Okay, da kommt er dem Rathaus. Eigentlich ist es egal, das Ding hat auch keinen Infernos. Und die Queen ist hier hinten ganz am Ende. Da muss er also erstmal gar keine Sorgen machen. Und hier, ich glaube, in der Mitte, da ist ja jetzt auch nicht wirklich viel Beschuss. Da ist jetzt nur ein X-Bogen gerade, der sich gerade müht, auf die Karre zu schießen. Die geht allerdings jetzt schon auf. Und Riesen kommen raus. Päcker ist noch mit draußen. Queen ist aber schön mit drin. Das heißt, gerade für den Elektrodrachen hier, der ist jetzt zwar schon aus Gift raus, aber das war schon mal für den Kollegen. Und hier in der Mitte jetzt die Bola. Päcker ist da auch noch am Start. Jawohl, Päcker-Dame ist da auch noch am Start. Wunderbar. Die Falle hier ist eigentlich, wenn das Rathaus jetzt weg ist, eigentlich auch unnötig, weil da jetzt wirklich nicht mehr so super viel schießt. Hier hinten fängt jetzt das Smash an mit den Fledermaus-Zauber. Hier einmal zur Ablenkung der defensiven Gebäude. Ah, das ist eigentlich, ich meine, so richtig wirklich hat es jetzt nicht das gebracht, weil die Fledermäuse natürlich jetzt auf Kanonen und so einfach nur gehen, nur die Kanonen wehren sich nicht. Und der Eisgolem jetzt wirklich nicht wirklich ablenkt. Hier hinten, da wäre er gut aufgehoben gewesen an dem Elex-Lager, denn dann wäre er direkt hier im Tankbereich von dem Magertum gewesen und das wäre vielleicht effektiver gewesen, als Zuschauer oder derjenige, der diesen Recap hier macht, ist das natürlich immer einfach zu sagen, in dem Moment, wo die Situation da ist.
ist das sicherlich dann weg. Aber ihr seht das hier, der hätte A, hätte der den gut getankt und hätte ihn dann auch weggefrostet. Und dann wäre die Base hier wahrscheinlich jetzt schon down. Das wären nicht blöde 99% gewesen. Naja, hätte, hätte, Fahrradschloss, kennen wir alle. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Ich finde es, ja, ich meine, klar ist es, wir haben den Clank gehabt, habt ihr eben schon gesehen, ziemlich hoch gewonnen. Der Gegner war unerwartet schlecht, muss ich sagen. Ich meine, immerhin Level 16 Clan. Und, aber ich habe ja schon oft gesagt, ein Clan-Level sagt nichts über die Qualität eines Clans aus, sondern nur, die haben einfach nur oft Clan-Kriege gespielt. Ob sie dann gewonnen oder verloren haben, ist eigentlich egal. Sie haben die EP bekommen, also die Experience Points. Und dementsprechend haben sie gelevelt. Okay, das hing jetzt nur, ah, der Warden. Dann schätzt du da nicht so ein bisschen mehr machen können. Naja, hat aber gut gemacht. 99%. Und auch im oberen Bereich, geile Base, geile Ringbase, hat der Martin hier zugeschlagen. Martin ist einer, ja, der ist hier immer mal wieder zum Spenden. Der Don't Attack Me ist, glaube ich, sein Charakter, den er hier schon die ganze Zeit im Clan hat. Und ist auch einer der wenigen, die ja die hier Vize sind. Das hat dann einfach den Hintergrund, dass ich ja auch nicht immer da bin, also mit Masse habe ich hier den A, den Leaderposten natürlich mit dem Toto und ab und zu auch mal dann als Co-Leader mit dem Alex oder dem Avatar, wenn sie denn hier sind und dass er den Account hier so reinholen kann zum Spenden, vor allen Dingen zum Karrenspenden. Im Moment sind wir aber ganz gut bestückt und ich kann euch auch schon eine kleine Vorab-Info geben. Ich glaube auch zur Liga sind wir jetzt schon relativ gut aufgestellt. Ich muss das jetzt mal abklopfen die nächsten Tage. Wer eigentlich zur Liga womöglich wieder in seinen Stammclan geht oder so, keine Ahnung. Oder wer die Liga nicht gerne hier spielen möchte, weil er weiß, dass er wahrscheinlich vielleicht doch dann nicht zum Zuge kommt. Letztes Mal war es ja noch sehr stark Rathaus 9 lastig. Wir haben jetzt einen Zehner mehr, wenn ich den Alex da lasse, muss ich auch mal schauen. Eigentlich möchte ich nicht so viel mit den Accounts hier in einem Clan spielen. Also mir reicht eigentlich immer ein Account in einem Clan. Das ist mir eigentlich immer am liebsten. So behalte ich zwar nicht wirklich die Übersicht, aber ich weiß dann in der Regel, wer ist eigentlich beim CK dabei, wer levelt gerade einen Helden. Oder wer macht gerade nichts. Mit vielen, da kommt man hier nichts. Das liegt einfach an der wirklich wenigen Zeit, die ich eigentlich zum Clash of Clans spielen habe. Und ihr habt das vielleicht beobachtet, dass ich bei den vielen Accounts immer noch nicht meine Clan-Spiel-Rewards abgeholt habe. Das muss ich jetzt heute Abend auch nachholen, sonst verfallen die mir morgen früh. Aber cool hier, der Spartakus, ne? Und gefolgt von den Päckerdamen. Drei Päckerdamen hier noch am Start. Also cooles Ding hier. Und auch im oberen Bereich sind wir im Moment sehr, sehr stark, muss ich sagen. Manchmal ärgert es mich, dass wir im unteren Bereich so einen Neuner da lassen oder so. Oder ihr habt das ja im Stream wahrscheinlich am Mittwoch mitbekommen, dass ich dann auch vor lauter Rage, aber einer ist schon wieder da, dass ich dann hier auch Leute rausgeschmissen habe, wie den Imperator hier, der mir einfach zwei Sockenbase weggemacht hat, fand ich echt unmöglich. Ich bin hier unten der einzige Siebener, weißt du, und dann wird hier auch noch die einzige Siebener Base geklaut. Das finde ich mal scheiße. Da müssen die Leute einfach mal ein bisschen selber überlegen und müssen mal gucken, was sie denn eigentlich vielleicht sinnvoller machen können. Ich meine, ich wäre dann an seiner Stelle hochgegangen. Etwas mehr Lot, Bonus. Ja, den Liquidity habe ich auch rausgekickt. Manchmal, ich bin da auch ein ehrliches Schwein. Manchmal mache ich auch etwas extra, denn ich habe ihn rot mitgenommen, vielleicht sieht er die Folge ja sogar, ich habe ihn rot mitgenommen, um rauszukitzeln, ist er wirklich online, ist er offline oder hängt er hier nur ab bis zur Liga, macht dann seine paar Medaillen und macht dann wieder nichts. Das sind mir eigentlich die Leute, die möchte ich hier tatsächlich nicht haben und so habe ich ihn einfach rot mitgenommen und das Witzige ist, das wirklich Witzige ist, ich habe ja gesehen, dass er A rot war, B hat er beide Helden und er hat immer Farmtruppen, Sammler immer schön abgeholt, das heißt irgendwo ist er aktiv, hat dann aber im Chat geschrieben, das ist das Witzige an der Situation, hat er geschrieben, hey, ich war doch rot, warum habt ihr mich mitgenommen? Genau deswegen, um rauszukitzeln, spielst du oder spielst du nicht? Ja, ich meine, in dem Moment, wo er ja dann was fragt, ist ja Aktivität da. Oh, den müssen wir mitnehmen. Alter, ist das Loot hier für uns. Geile Sache. Ist er ja da. Und ich meine, ich jetzt persönlich habe nicht erwartet, dass er jetzt sagt, okay, dann mache ich gerade meine Angriffe. Bin ich auch ganz ehrlich. Habe ich nicht erwartet. Hat er auch nicht gemacht. Also meine Erwartungen wurden jetzt nicht übertroffen. Aber ich habe es mir genauso gedacht, der macht einfach nichts danach. Und nur hier abhängen dann bis zur Liga, das bringt es ja einfach nicht. Ich möchte das nicht persönlich. Also nehmt das nicht persönlich oder so, aber dann hängt einfach woanders ab oder spielt woanders Liga. Aber nicht hier
bei uns, bei den Herausforderern, denn jeder macht hier so ein bisschen aktiv mit und spendet hier, macht die Zikasi mit. Wer Helden macht, überhaupt kein Thema, der setzt hier aus. Da bin ich auch sofort mit euch dabei und das ist ja der Account mit den noch so kleinen Helden hier. Okay, da muss ich schnell mit meinen Kobis hier rein. Das ist auch immer noch die alte Event-Armee hier gewesen. Und dass ich hier wenigstens noch so ein bisschen was rauskriege. Aber der Dicke ist da noch, die Queen, ja. Ich muss die Queen unbedingt leveln, die ist einfach zu schwach. Die Queen ist einfach zu schwach. Und wieso klopft der Golem da jetzt an die Wand? Ey, Mann, ich meine, der andere hat ein bisschen mehr hier. Der sieht das da, dass man da durchkommt. Aber der nicht. Ah, es ist zum Verrücktwerden mit den Truppen. Naja, die haben alle ihr eigenes Gehirn. Und, aber gut, jetzt klopft er da und klopft da. Ja. Der King macht da auch, der King macht da auch eine Mauer. Auch nicht schlecht. Und ja, so kann das in jedem Fall weitergehen. Das sieht ganz gut aus. Noch 1, 2, 3 Lager, Herr King. Bitte, bitte, bitte. Wir können nichts mehr machen hier, zaubermäßig nicht mehr unterstützen. Aber ich glaube, der Loot ist unser hier. Kein Thema. Ist er noch gut ausgegangen. Komm, schade. Aber 177.000 noch in den beiden Sammlern. Ah, nee, da ist noch das Lager. Okay. Ah ja, ist nicht so schlimm. Hier unten ist auch noch ein Lager, aber... Ah, passt so. Da warte ich jetzt nicht drauf, bis der fertig ist. Okay, dann haben wir hier ein bisschen was gemacht, denn irgendwo gibt es ja auch ein Event. Auch das habe ich jetzt nicht großartig beachtet. Es gibt hier, was müssen wir machen? 8 Tage. Nee, nicht 8 Tage. 1 Tag, 12 Stunden. Noch 800% Zerstörung. Uff. Okay, kriegen wir mal hin. Und dann baue ich die einfach mal nochmal nach, glaube ich. Ja, die ist nicht so teuer, habe ich schon mal gesagt. Ich wollte lediglich auf das Event aufmerksam machen. Und wie gesagt, stellt euch die Glocke, dass ihr das Event auf Twitch und auf YouTube nicht verpasst. Es ist ja am Samstag. Das heißt, wir streamen auf beiden Plattformen, sodass auch jeder wieder ein bisschen was davon hat. Und ich sehe jetzt mal zu, dass ich noch ein bisschen mehr Infos für euch zusammengesammelt bekomme. Lese mir die ganzen Regeln nochmal durch, dass ich da nicht ganz wie Dummsdorf stehe am Samstag. Und hoffe, dass ich vor allen Dingen noch ein ordentliches Logo bekomme. Denn der Streamer muss ein ordentliches Logo haben, um... auch also ich bin da jetzt offiziell angenommen. Ich bin ja schon in den offiziellen Discord, habe mich vorgestellt, habe dann auch sofort so einen Titel da bekommen, dass ich halt der Streamer Team Germany bin und so weiter. Also das ist schon alles rechtens und ich muss dann halt nur am Freitag in das Team reinwechseln, sodass ich da dann auch ein bisschen eher bin, denn wir wollen sicherlich noch ein bisschen üben. Das solltet ihr auch und ich natürlich auch. Bleibt also am Ball. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Toto. Flasht.